Straßenbahnduell in der Veltins-Arena. Der FC Schalke 04 empfängt den VfL Bochum und erstmals in dieser Saison von Anfang an mit dabei Henning Matriciani, der Cedric Brunner ersetzte. Ihn plagten muskuläre Probleme. Außerdem kam Tobi Mohr für Ovian, der ebenfalls unter der Woche angeschlagen war. Schalke kam gut in die Partie. Bochum versuchte aus einer kompakten Defensive zu spielen. Doch die Königsblauen kamen zu Abschlüssen wie hier durch Simon Terodde. Gerade mal nach 7 Minuten mit diesem Hammer. Riemann stand aber genau richtig. Eine knappe Viertelstunde gespielt. Bülter sieht Larsson in die Lücke starten. Terodde und die dicke Rettungstat von Masovic. Knapp 20 Minuten war nichts zu sehen von den Bochumern. Bis zu dieser Ecke durch Stöger und Lucilla kann hochsteigen, sein Kopfball aber letztlich zu unplatziert. Danach verflachte die Partie. Bochum wurde stärker, bei Schalke schlichen sich Unkonzentriertheiten ein, aber nicht bei Tom Kraus und Jordan Larsson. Die beiden mit der gemeinsamen Balleroberung auf Dominik Drexler. Links startet Marius Bülter. Der zieht in den Strafraum, Gamboa kann den Angreifer nicht stellen und dann den Abpraller Dominik Drexler, das 1:0 für den FC Schalke 04. In der Wiederholung sieht man, der Ball noch leicht abgefälscht, deswegen schwierig für Reimann, aber gut für uns und dieser Treffer markierte auch gleich den Pausenstand. Schalke geht zum zweiten Mal in dieser Saison mit einer Führung in die Halbzeit. Doch die sollte nicht lange halten. 6 Minuten gespielt. Holtmann mit Tempo in den Strafraum. Der sieht den Ex-Schalker Hofmann. Und dann ist Simon Zoller zur Stelle und drückt den Ball über die Linie. Zwar wurde zunächst vom Assistenten abseits gewunken, aber nach der Videostunde im Kölner Keller wurde das Tor dann doch zurecht gegeben. Schalke brauchte ein wenig, um sich von dem Ausgleich zu erholen. Bis zu diesem Abschluss von Simon Terodde und danach die Arena wieder voll da. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Das ist, sind so Aktionen, wo du relativ einfach zum Torabschluss kommst. Ne? Du hast, glaube ich, weiß gar nicht, von wem der lange Ball war, ob der vom Alex war. Ich verlängere den mit dem Kopf und Simon steht auf einmal alleine vor der Kiste. Oder was ist alleine? Er hatte schon noch Gegnerdruck und haut ihn gegen die Kreuzangel. Und das sind so Momente, die wir brauchen, wo wir auch die Fans mitnehmen können, wo die Fans auch merken, okay, die sind da, die wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Das sind Momente, positive, mutige Momente, wo wir nach vorne gehen, die wir immer wieder in unserem Spiel brauchen, damit wir wirklich auch unsere Fans mitnehmen. Und Gott sei Dank haben wir am Ende das Ding auf unsere Seite gezogen. Die Arena peitschte die Mannschaft nach vorn und das war dem Team auch anzumerken. Es war nun ein Duell zwischen Revierrivalen. Freistoß durch Tobias Mohr. Und dann Erhan Masovic mit dem Eigentor. Schalke 04 geht wieder in Führung. Gut, dass der Ball nicht zu Polter durchkommt, denn dann wäre es wohl abseits gewesen. Ich glaube, ich habe auch kurz einen Moment gedacht, dass ich vielleicht, wenn ich eingreife und deswegen vielleicht der Innenverteidiger den Ball so klärt, dass nicht irgendein dummes Zeug kommt und das Tor vielleicht weggepfiffen wird. Aber ich habe dahinter eigentlich nicht eingegriffen. Von daher, schönes Eigentor. Es war noch nicht der Schlusspunkt in dieser Partie. Die zeigte, dass hier zwei Mannschaften kämpften, die dasselbe Ziel haben, die Klasse zu halten. Es gab in der Nachspielzeit noch einen Freistoß. Wieder nimmt Tobias Mohr Maß und in der Mitte macht Sebastian Polter sein erstes Tor für den FC Schalke 04. Die verdiente Entscheidung für die Königsblauen. Der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr. Tobi Mohr hat hier den Ball aufgelegt. Kriegt er jetzt irgendwas Besonderes von dir? Ja, erstmal muss er mir danken, glaube ich, dass ich gesagt habe, dass er so ein bisschen Englisch reinspielen muss. Nein, sowohl als auch. Ich weiß, dass Tobi einen super Fuß hat und die Bälle da top reinbringen kann. Und ich glaube, dass er sogar im ersten Moment wollte, dass ich zur Eckfahne gehe oder so. Ja, dass ich den Ball halte, aber ich bin dafür ein offensiv denkender Spieler. Ich will in jedem Moment ein Tor machen. Und so habe ich es auch in dem Moment versucht. Gott sei Dank ging er rein. Der Rest des Abends war nur noch kollektives Feiern und die Einstimmung auf die kommende Woche, wenn es dann zum anderen Nachbarn im Revier geht. Polti, herzlichen Glückwunsch. Erstes Tor, erster Sieg. Perfekter Abend für dich, oder? Ja, wir haben uns alle danach gesehnt. Ich bin ein Teamspieler, jeder weiß das. Natürlich habe ich mit meinem Tor auch endlich etwas geschafft, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe und will da auch weiter dran anknüpfen. Aber viel, viel wichtiger ist der Sieg für die Mannschaft, für uns, dass wir da heute das Derby auch auf unsere Seite gezogen haben. Weil wir haben danach viel, viel gearbeitet, dass wir genau diesen Sieg heute haben können. Und jetzt müssen wir lachen, viel lachen, das mitnehmen in die nächsten Spiele. Tobi,
Wie groß ist der Stein, der dir und uns allen vom Herzen gefallen ist heute? Ja, ich denke, der war schon groß. Wir wollten langsam mal mit einem Sieg in die Saison starten, beziehungsweise einfach mal einen Sieg einfahren, gerade zu Hause vor dieser, ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen, unfassbaren Kulisse. Es pusht, es ist einfach geil. Und wenn man dann sieht, wie man dann entlohnt wird nach so einem Dreier, ja, das ist einfach überragend. Und ich glaube, heute sind wir sowohl Spieler, Trainer, jeder im Verein, Fans, natürlich alle super happy. Wie hast du den Spielverlauf gesehen? Wie war er aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, wirklich auch zu Recht in Führung gehen. Ich glaube, dass die Bochumer nicht keine gute erste Halbzeit gespielt hat, aber das darf uns nicht tangieren. Ja. Ich glaube, dass wir da unseren Ball nach vorne spielen müssen und das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen, welche Räume wir vielleicht noch bespielen können. Aber vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sehr auf diese Details, die wir in der Halbzeit besprochen haben, fokussiert, weil ich glaube, dadurch ist Bochum auch wieder ein bisschen mehr ins Spiel gekommen, weil wir es zu engstirnig versucht haben, das, was wir besprochen hatten. Und als wir dann wirklich auch wieder auf die zweiten Bälle gegangen sind, nach langen Bällen auch wirklich wieder die zweiten Bälle gewonnen haben und dann offensiv nach vorne gespielt haben mit viel Mut, dann sind wir wieder zurück ins Spiel gekommen. Und ich glaube auch, dass es hinten heraus sehr, sehr viel gebracht hat, dann letztendlich immer wieder vorne in die Box zu kommen, viele Abschüsse dann nochmal zu kriegen. Ich habe an Simons Lattenschuss, ich glaube, Bülti hatte noch eine Chance, Kenan rutscht noch einmal dran vorbei. Also können da schon noch die ein oder andere Geschichte machen, wo wir vielleicht noch ein Tor hätten mehr machen können. Nach dem Spiel, ihr standet vor der Kurve, die Mannschaft hat gesagt, okay, das war das eine Duell gegen den Revierrivalen, das große Duell kommt jetzt am kommenden Wochenende. Wie hast du es da empfunden, vor der Kurve zu stehen? Ja, brutal geil, auch das Tor da zu erzielen, auch wenn es dann vielleicht letztlich nicht meins ist, aber einfach diese Wand da, die einem entgegenkommt, das ist brutal geil, dafür spielt man sein Leben lang Fußball, um das mal erleben zu können. Und ja, da wollen wir natürlich nächste Woche auswärts im Auswärtsblock das gleiche erleben.